keine Lust zu farmen? Dann hol dir jetzt Gold, Items, Accounts oder Leveling für dein Lieblings-MMO. No Work, Just Fun with Randy Run. Ach ja, die Gamescom. Ein jedes Jahr wiederkehrendes Phänomen, welches natürlich auch uns beschäftigt und wir wie jeden Tag auch wieder am Fachbesuchertag dort zur Gegend waren und natürlich uns ja die Messe ausführlich angeschaut haben. In diesem Video möchten wir euch einfach ein paar unserer Eindrücke vermitteln und ich werde das Ganze ein wenig kommentieren und ja, ich kann euch da an dieser Stelle auf jeden Fall auch nur unseren Special Gamescom Podcast empfehlen. Den findet ihr natürlich unten wie immer in der Videobeschreibung. Für uns ist die Gamescom neben der Messe an sich auch immer was Besonderes, weil es auf jeden Fall ein Termin ist im Jahr, an dem wir uns alle persönlich treffen. Was auf jeden Fall eine sehr schöne Sache ist, denn wenn man ansonsten quer durch Deutschland verstreut ist, naja, hat man nicht immer so die Möglichkeit, einfach mal bei dem anderen bei uns in der Redaktion vorbeizuschauen und Hallo zu sagen. Auf der Messe angekommen war natürlich noch nicht sonderlich viel los, denn wie bereits erwähnt, waren wir am Pressetag, also am Mittwoch da. Und das ist nun mal der Tag, an dem nicht jeder reinkommt, beziehungsweise erst mittags meistens dann die Wildcard-Gewinner. Das gibt einem die Möglichkeit, ja auch ein bisschen länger bei den Ständen zu bleiben, sich das Ganze genauer anzusehen und auch das ein oder andere Wort mit den Entwicklern auszutauschen. An dieser Stelle kann ich euch auf jeden Fall mal empfehlen, wenn ihr auf der Gamescom seid, die Indie-Game-Stände zu besuchen, denn die Entwickler dort geben sich immer sehr viel Mühe, euch von den jeweiligen Spielen zu überzeugen und zeigen euch ausführlich, ja, um was es sich bei ihren Projekten handelt. So, jetzt begeben wir uns aber mal in die Hallen hinein und stehen hier vor dem Amazon-Stand. Da war relativ wenig los und das ist eine Sache, die natürlich zum Nachteil ist am Fachbesuchertag. Das muss man ganz klar sagen, dass großartig Programm eher selten stattfindet oder eben nur vereinzelt bei diversen Ständen. An den darauffolgenden Tagen, wo die Messe ja der breiten Masse geöffnet ist, hat man wirklich überall ständig Beschallung und irgendwelche Aktivitäten. Hier sehr schön übrigens auch den Landwirtschaftssimulator zu sehen, dessen Stand von Jahr zu Jahr größer wird. Ich erinnere mich noch vor einigen Jahren und da war das Spiel ja in der Nische schon recht beliebt. Da hatte es noch einen relativ kleinen Stand und heute war dieser tatsächlich richtig groß. Genauso stand dieses Jahr die Gamescom in Zeichen von Virtual Reality, ja eine Zukunftstechnologie, welche nach und nach auf jeden Fall auch ja in die Haushalte kommt und dort die Spielerherzen erobert. Man hat immer wieder Stände gesehen mit diversen Kabinen oder hier Käfigen, wo Spieler dann mit Virtual Reality Brillen und diversen Gadgets sich ja in ihrer Spielwelt bewegt haben und dort gespielt haben. Unser erstes großes Ziel war aber natürlich der Blizzard-Stand. Man könnte eigentlich sagen, die halbe Halle gehörte Blizzard und sie haben das Ganze wieder so opulent gestaltet wie eigentlich jedes Jahr. Für mich waren die Blizzard-Stände auf jeden Fall das Highlight dieses Jahres. Nicht unbedingt, weil die Entwickler so sonderlich viel neuen Content präsentiert haben, sondern einfach, weil es eine gute Mischung aus Funktionalität und Design gab. Denn man muss ganz ehrlich sagen, Blizzard gibt sich unheimlich viel Mühe damit, ihre Spiele ansprechend zu präsentieren und hat dadurch, dass sie wirklich eine halbe Halle für sich selber gemietet haben, ja schon eine eigene kleine Messe hier für sich. Neben den Spielen gab es dann natürlich auch noch diversen Merchandise zu sehen, wie hier zum Beispiel diese Reaper-Statue und insgesamt war Overwatch sehr groß vertreten. Man konnte dort auch die neue Map Eichenwalde anzocken, haben wir natürlich gemacht, ordentlich auf die Schnauze bekommen, das war natürlich Alex Celsius Schuld, der hat sehr bedröppelt reingeschaut, aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Nicht nur von der Präsentation her waren die Blizzard-Stände sehr gut, sondern auch von den Mitarbeitern, welche sehr nett und zuvorkommend waren und auch Fragen beantwortet haben. Ich würde sagen, ziehen wir mal weiter, denn die Gamescom steht schon seit langer Zeit nicht nur im Zeichen der Spiele, natürlich hauptsächlich, aber es gibt auch noch ein paar kleine andere Dinger, die hat der gute Chin Tao nämlich draußen ausprobiert. Sicherlich kennt der ein oder andere von euch diese kleinen, komischen, ja, ich möchte sie nicht Hoverboards nennen, sondern elektronische Skateboards. Die Segways für Arme kann man es vielleicht nennen und er hat da ordentlich Spaß gehabt und wir haben alle ein bisschen drauf gewettet, dass er sich auf die Schnauze legt. Ist leider nicht passiert, eigentlich sehr schade, muss man sagen, aber es war auf jeden Fall ein Anblick für sich, wie er da auf dem Ding stand und die ganze Zeit ein bisschen rumgefahren ist.
Ein bisschen Programm gab es dann aber natürlich doch schon am Fachbesuchertag, denn man muss ja auch ein bisschen was machen, damit die Presse zufrieden gestimmt ist. Hier gab es zum Beispiel ein kleines Turnier und die Spieler haben gegeneinander gespielt und die anderen unten zugeschaut. Das Ganze wurde dann live kommentiert und war eigentlich eine ganz schöne Sache. Sich vor eine Kamera stellen, wenn gerade jemand übrigens filmt oder Fotos macht, ist ziemlich unfreundlich. Macht das nicht, lauft lieber außen herum und macht zwei Schritte mehr. Rennsimulationen dürfen natürlich auch nicht auf der Gamescom fehlen und hier sieht man immer diese super tollen Racing-Sitze mit den Bildschirmen vorne dran und natürlich im Hintergrund auch eine richtig geile Karre. Zwar sind durchaus ein paar Leute auf der Gamescom hier am Fachbesuchertag unterwegs gewesen und man hat auch die ein oder anderen bekannten Gesichter aus der Branche getroffen, allerdings ist es so, wenn man das Ganze mal vergleicht mit den anderen Tagen, dann muss man ganz klar sagen, dass es hier wirklich schon fast leer erscheint. Wenn man zum Beispiel hier schaut, eine große Leinwand, auf der Trailer nach und nach in einer Endlosschleife ablaufen, zum Beispiel zu Civilization, dann sieht man im Vordergrund wirklich nur wenige Leute rumlaufen, zumindest wenn man das Ganze, wie gesagt, mit den anderen Tagen vergleicht. Großes Highlight natürlich auch South Park. Großer Fan bin ich persönlich auf jeden Fall davon. The Stick of Truth müsste ich eigentlich mal nachholen. Am Anfang war ich ja sehr skeptisch, doch das Ganze war ja dann am Ende durchaus ein vollwertiges RPG mit einigen tollen Elementen, die man ja in anderen Spielen teilweise sogar vermisst. Passend dazu wurde auch Nozolus Rift präsentiert, quasi ja das Gegenstück zu Oculus Rift, welches einem nicht in die virtuelle Realität versetzt, sondern Gerüche aus dem Spiel in die Nase übertragen kann. Das Ganze mag belächelt werden, dass es für Cartmans Fürze genutzt wird, doch trotzdem kann das Ganze durchaus zukunftsweisend sein. Generell kann man aber sagen, wo es etwas zu spielen gab, da waren auch Spieler vorhanden. Es gab eigentlich keinen Stand wirklich, wo irgendwie groß Leere herrschte, es sei denn, die Stände waren noch nicht geöffnet oder es gab technische Probleme. Und das muss man auch sagen, war dieses Jahr bei einigen Ständen am Fachbesuchertag der Fall. Das war nicht unbedingt immer von Vorteil und auch nicht immer schön. Für uns war die Messe auf jeden Fall eine schöne Messe. Es gab durchaus Jahre, wo ich nicht so positiv gestimmt war, zum Beispiel letztes Jahr. Da fehlten mir irgendwie die großen Highlights, diese waren in diesem Jahr vorhanden, wenn auch in geringer Zahl. Außerdem war es natürlich schön, die anderen Gesichter der Redaktion mal wieder zu sehen und ich glaube, da stimmen mir alle anderen überein, dass man zumindest einmal im Jahr ja einen Treffpunkt haben muss, wo man sich dann auch mal sieht und gemeinsam was unternimmt. Im nächsten Jahr sind wir natürlich wieder auf der Gamescom vertreten, mal sehen, vielleicht auch an anderen Tagen als nur der Fachbesuchertag. Vielleicht kann man da auch mal ein kleines Treffen ausmachen und vielleicht irgendwas organisieren. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr fürs Zusehen. Schreibt mir mal eure Erfahrungen mit der Gamescom unten in die Kommentare. Lasst mir einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Euer Kabasch.